Ich bin Chrissy von Experientell und suche für euch die Inspiration des Tages. Und auf meiner Suche habe ich gehört, im Dunkeln ist gut munkeln. Jetzt ist hier zwar noch nicht dunkel, aber ich glaube, wenn ich mal hier reingehe, da werde ich schöne Lichter finden. In einem Satz, wer seid ihr und was macht ihr? Ich bin der Marcel von Lichtfaktor, das ist ein Künstlerkollektiv aus Köln und wir beschäftigen uns mit experimenteller Fotografie. Wir machen Installationen, Performances, Event-Tools, also es gibt ein sehr breites Range und wir haben auch sehr viele Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten. So, ja. Und da habt ihr bestimmt schon viele Projekte auch gemacht. Was habt ihr denn so in letzter Zeit umgesetzt? Also zum Beispiel waren wir mit unserer Show in Saudi-Arabien, da sind wir ziemlich viel mit unterwegs. Wir haben auf dem Festival interaktive Installationen ausgestellt vor kurzem und haben dann für einen deutschen Fernsehsender auch Lightwriting mal ein bisschen ins Programm gebracht. Lightwriting ist ein ganz wichtiges Thema. Ihr habt auf dem Gebiet euch jetzt weiterentwickelt und habt ein ganz tolles Event-Tool jetzt auch entwickelt, habe ich gesehen, die Fotostation. Was hat es denn mit dieser Lightpainting-Fotobox auf sich? Es ist ein kleines Fotostudio, das haben wir da hinten aufgebaut und da gibt es dann halt ein Foto, was wir machen. Man kann es individuell gestalten. Also du kannst da hinkommen und sagen, ich hätte gerne das und das, liebster so und so oder ich will ein Superheld sein und wir malen das dann mit Licht und dann gibt es einen Ausdruck, den man mitnehmen kann und ist halt für Firmen auch gut, weil die können dann ihre Farben nehmen und das branden mit irgendwelchen Slogans. Picasso war zum Beispiel einer der ersten, die wirklich Lightpainting gemacht hat und wurde von einem Fotograf damals inspiriert. Wie sah das bei euch aus? Wo kam die Inspiration her? Ah, wie kamen wir dazu? Wir sind VJs im Ursprung und dementsprechend immer auf der Suche gewesen, natürlich nach Möglichkeiten, unsere Clips zu produzieren. Und der Marcel hat dann irgendwann mal einen Job gehabt, wo es um Energie und Bewegung ging und hat dann überlegt, was ist eine gute Möglichkeit? Und natürlich ist Licht eine schöne Möglichkeit für Energie und Licht in Bewegung, das ist dann Lightpainting. Was ich mir extremst schwierig einfach vorstelle, du siehst ja nicht, was du da gerade machst. Wie arbeitet ihr denn damit? Das ist richtig und ein Trick und deswegen hat es auch mit Picasso so gut geklappt, ist der, dass man eben nicht absetzt, dass man die Zeichnung in einem durchzieht und da gibt es ein Buch, das heißt One-Liner von Picasso. Wir haben das halt weiterentwickelt, wir haben halt die Möglichkeit, dass wir das jetzt live machen können, wir haben Lichtquellen entwickelt. Und es wurde immer auch nur belächelt. Jeder hat das irgendwann mal kurz gemacht, ein, zwei Bilder und dann gelassen. Und keiner hat gesagt, okay, ich schreibe mir das auf die Flagge und mache das jetzt ausschließlich. Ihr wurdet von Picasso inspiriert, ich wurde von euch inspiriert. Deswegen möchte ich euch ganz herzlich natürlich das Gütesiegel von Experientell verleihen. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Preise. Einmal für den Jens. Heroisch bitte hinstellen. Das ist ja natürlich auch hier. So, einmal. Und für den Marcel haben wir natürlich auch eins, denn ihr seid ja beide oder alle, das ganze Kollektiv, stellvertretend nehmt jetzt diese Auszeichnung entgegen. Genau, für all die tapferen Mitstreiter und Kreativen in unserem Kollektiv. Ich hoffe, es inspiriert euch weiter für tolle Aktionen und tolle Projekte und herzlichen Dank für das Interview. Danke. Jetzt haben wir so viel über Lightpainting und die Fotostation gehört, die möchte ich natürlich jetzt selber ausprobieren und wir sehen uns, wenn ihr mögt, bei der nächsten EDT.